Aus diesem Schwarz-Weiß-Bild möchte ich ein Duplex-Bild erzeugen mit Schmuckfarbe Pantone Blau. Vorgängig kontrolliere ich noch die Tiefen und Lichter, respektive die Schärfe des Bildes. Die ist okay. Und jetzt gehe ich zum Modus Duplex. Bild, Modus Duplex. Es wird jeweils die zuletzt benutzte Einstellung aufgerufen. Ich sehe hier Schwarz und Cyan. Das Schwarz lasse ich als Farbe, möchte hier aber bei der Gradation der schwarzen Farbe möchte ich etwas aufhellen, damit in den Mitteltonbereichen Raum ist für die bunte Farbe. Das bestätige ich so. Schwarz ist übrigens einfach generell zur Zeichnung da. Klicke ins blaue Feld unten und ich möchte, wie gesagt, eine Pantone-Farbe haben. Da gehe ich zu den Farbbibliotheken, wähle ein kräftiges, intensives Blau und bestätige das. Die Gradation des Blau möchte ich verändert haben. Und zwar, ich möchte im Bereich, im ganz hellen Bereich, vielleicht etwa 5% haben. Und zwar überall. Mittelton wird leicht erhöht und Tiefe, die nehme ich da etwas runter, weil Zeichnung respektive Tiefe wird vom Schwarzkanal erzeugt. Bestätige das. Auch hier, okay, und fertig ist mein Duplex. Speichern unter. Ich wähle als Format ein Photoshop EPS und Bildname ist jetzt Duplex. Vorschau 8-Bit, damit sie farbig ist und der Rest ist so okay. Und fertig ist mein Duplex.